Der Wochenrückblick Nummer 81 von motorradonline.de, wie immer mit den tollsten Themen der Woche. Heute mit einem furzenden Boxer, einer Monkey als Benzintanker, KTMs, E-Roller, einer elektrischen Crosserin aus dem Schwarzwald und der berühmten Weisheit der Woche, in der ich im Grunde ja auch immer das Gleiche sage. Und wie immer alles präsentiert von Rub-Off, dem Angststreifenspray von Your Name Here. Die heilige Kuh, die BMW R1300 GS, wurde auf Testfahrten in München gefilmt und zum ersten Mal können wir den neuen Boxer boxern oder furzen hören, nur eben leiser. Wobei leiser werden Mopeds mit Euro 5 Plus ja nicht nur, wenn sie wie die BMW eine Klappe haben, muss diese je nach Funktion länger geschlossen bleiben. ASIP 2.0 heißt das Ganze. Kurz gesagt, die erlaubten Fahrgeräusche müssen über ein größeres Geschwindigkeitsfenster eingehalten werden, in allen Gängen und allen Gasgriffstellungen, sprich Klappe aus, auch bei Vollgas, bei 50 im dritten Gang. Daher bleibt die GS wohl endlich ruhig, denn die aktuelle 1250er ist mir persönlich einfach viel zu laut und mit einem, auch meiner Meinung, sehr abturnenden Furzgeräusch als Sound. Sonst zeigt das Video kaum Neues, aber im Prinzip alles schon gesehen. Ein Modell mit Gussfelgen, eins mit Speichenfelgen, Radar vorn und hinten. Die 3-in-1 leuchten hinten und dem endlich elektrisch höhenverstellbaren Windschild. Ja, und die Front ist ja immer noch so getarnt wie bisher. Egabis wird dieses Jahr 50 Jahre alt, dazu Happy Birthday. Und dazu haben sie eine Honda Monkey mit einem Tank ausgestattet. Mit 108 Litern Sprit soll ohne Tankstopp nonstop bis zum Nordkap gefahren werden. 4000 Kilometer stehen an Strecke an und theoretisch müsste die Monkey eben mit diesen 108 Kilo bei einem Vollgasverbrauch von getesteten 2,5 Litern pro 100 Kilometer 4300 Kilometer weit kommen. Also theoretisch ist es möglich, dass die von Italien ans Nordkap fahren, ohne zu tanken, und das mit einer Honda Monkey. Problem: 108 Kilo Benzin plus ein neuer Tank aus GFK wiegen ja auch schon mal so um die 90 Kilo. Und wer jetzt die technischen Daten der Monkey auswendig kennt, so wie ich, der weiß, dass die eigentlich nur 105 Kilo zuladen darf. Also die Fahrer dürfen maximal 20 Kilo wiegen. Trotzdem, wir werden es verfolgen. Drei Stück sind am 10. Juni in Italien gestartet und ich bin mal gespannt, wann und wie und vor allem mit wie viel Restbenzin sie auf Nordkap ankommen. Heute darf es auch mal wieder etwas elektrisch werden, und zwar im Doppelpack. Zum einen haben wir Erlkönige des E-Motion-Projekts von KTM auf der Straße erwischt, also ein E-Roller mit einem recht interessanten Aufbau, nämlich die komplette Bodenplatte, die ihr da seht, ist der Akku. Der Motor sitzt als Mittelmotorkonzept in der Schwinge drin und treibt per Kette das Hinterrad an. Sonst ist noch nicht so viel zu erkennen, wir haben ein sehr großes Display vorne drin und auffällig sind, dass die Blinker und die komplette Beleuchtung aus dem Hause Husqvarna, und das gehört ja auch zu KTM, stammt. Eigentlich wollte KTM ja als Marke nichts elektrisch bringen, sondern eher als Gruppe und dann auch maximal im Bereich von 48 Volt, also maximal 11 kW, 125er Klasse. Aktuell ist dieses E-Motion-Projekt noch so in der Erprobung zusammen mit einer Universität, also die versuchen das gerade so ein bisschen auszufinden, wie das alles funktioniert, und mal gespannt, was da auf uns zukommt. Elektrograd Nummer 2 diese Woche im Wochenrückblick kommt aus Deutschland. Der Polbock E-Bock 2 ist ein elektrisches Crossmotorrad mit maximal 41 PS Leistung bei 120 Kilo Gewicht, wahlweise mit einem 6,3 Kilowattstunden Akku, Schnelllader und, jetzt wird's ganz wild, einer E-Bremse hinten, also keiner hydraulischen Bremse, sondern quasi per Handhebel mit einem Federmechanismus, der so ein bisschen das hydraulische Gefühl gibt, wird der Motor gebremst. Allerdings, er kann nicht blockieren und das ist schon mal im Offroad gar nicht so schlecht. Du hast immer so ein bisschen Schlupf, auch wenn du volle Lotte reinhaust. Und das ist nur leider noch nicht straßenzulässig. Da sind die Polbox aber dran. Ebenfalls interessant der Motor, denn das ist außergewöhnlicherweise ein Axialflussmotor. Also so gesehen zwei Scheiben, die sich voneinander abstoßen. Das nötige Magnetfeld für Drehmoment wird mit der Drehachse erzeugt. Demgegenüber stehen diese bekannten Radialflussmotoren, die im Prinzip wie eine Lichtmaschine aufgebaut sind, also ein Stator innen und ein Rotor außen, und da entsteht das Magnetfeld ja quasi von innen nach außen mit dem Radius. Die Axialbauweise hat den Vorteil, dass sie schmaler baut, und je größer die Scheiben sind, desto mehr Newtonmeter entstehen. Nachteil:
des Axialflussmotors ist, er braucht mehr seltene Erden in den Magneten, weil er einfach mehr Magneten hat und ist etwas teurer im Aufbau. Wer noch 100.000 Dollar übrig hat, der kann sich ja mal bei Mecum Auctions in den USA umsehen, denn da steht für diesen Preis die Brohard V4 Design zum Verkauf. Das ist ein großartiges, komplett skurriles Custom-Bike, wie ihr ja seht. Doppelturbo, zwei Harley Evo Twins quasi zusammengeschraubt in der Mitte. Wie gesagt, an jedem Motor ein Turbo dran. Und dann hat das Teil zusammen knappe 3,5 Liter Hubraum, 350 PS und 578 Newtonmeter. Und damit die auch auf der Straße ankommen, braucht es einen 360er Schlappen hinten drin. Und damit die ganze Kiste stabil bleibt, haben wir noch insgesamt 46 Grad Lenkkopfwinkel, also die Gabel steht quasi so. Großartiges Kraftwerk. Wurde 2008 von Carl Brohard gebaut und ist gefühlt nie gefahren, sondern halt immer nur gestanden und ganz, ganz viele Preise eingeheimst, Bike Awards, Best of Show und wurde sogar von der ein oder anderen amerikanischen Motorradzeitschrift eine Zeit lang das schönste Motorrad der USA genannt. Ein paar Besonderheiten noch, wer die Hinterradbremse sucht, der sollte mal am Ritzel gucken, also quasi am Getriebeausgang, denn die Bremse sitzt nicht hinten am Puller, sondern vorne am Ritzel, quasi direkt am Getriebeausgang. Und vorne haben sie auch eine spezielle Gabel verbaut von American Suspension, das Modell B17. Und da sitzt der Bremssattel quasi im Standrohr drin, so wie ähnlich in der guten alten britischen Zeit, die Dunstall-Bremsen, die dann so auch am Tauchrohr angeflanscht waren. Und das hat die Brohard auch. Wie gesagt, Mecum, da steht sie, 100.000 Dollar im August ist die Auktion. Zuschlag! Und natürlich jetzt noch, wie immer, die Weisheit der Woche. Wer schräg fährt, fährt nicht immer schnell. Nur wer schnell fährt, ist meistens dabei schräg. Einfach mal wirken lassen und nachdenken. Und immer wichtig, wir fahren Kurven nicht innen an, sondern außen. Ich wünsche euch eine gute Fahrt.